Diese Aktien sind immer noch günstig und kaufenswert, meine Top 25 Aktien für 2025. Und vorab noch der kurze Hinweis: Morgen am Sonntag um 19 Uhr gibt es mal wieder einen ausführlichen Livestream hier um 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Unter anderem gehen wir auf die ein oder anderen Top 25 Aktien für 2025 nochmal ausführlicher ein, beantworten natürlich wieder eure Fragen, besprechen eure Wunschaktien und ich gehe nochmal ein bisschen auf die aktuelle Marktlage ein. Also seid gerne mit dabei, morgen Sonntag, 19 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal. Dann geht es aber auch direkt los mit dem Video. Es ist kein Ranking. Alle Top 25 Aktien sind spannend. Zu jeder Aktie bringe ich den einen oder anderen interessanten Fakt mit, den ihr höchstwahrscheinlich auch noch nicht wusstet. Also wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, lehnt euch am besten ganz entspannt zurück und schaut euch das Video von Anfang bis Ende in Ruhe an. Los geht's mit einer der aus meiner Sicht am unterschätztesten Aktien im Aktienmarkt aktuell, nämlich Nestlé. Und wir sehen auch direkt schon hier, warum Nestlé aktuell so spannend ist. Aber gehen wir nochmal kurz auf das Unternehmen ein. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Jeder von euch kennt Nestlé. Jeder weiß, die sind international tätig und sind auch, was die Segmente betrifft, relativ breit aufgestellt. Da werfen wir auch direkt mal einen Blick auf die genauere Geschäftsentwicklung hier im Market Screener und sehen, der Umsatz ging in diesem Jahr leicht zurück und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe für diese schwache Kursentwicklung bei der Nestlé-Aktie. Aber allgemein, wenn wir mal auf die Marge schauen, die bleibt sehr stabil. Die operative Marge ist hier nur leicht zurückgegangen. Der Umsatz soll im nächsten Jahr auch wieder ansteigen. Und vor allem, wenn wir hier jetzt mal auf die Bewertung blicken und sehen, dass Nestlé eigentlich konstant in den letzten Jahren mit KGVs zwischen 22 und 25 bewertet wurde und aktuell gerade einmal ein 18er, im nächsten Jahr ein 17er und dann im übernächsten Jahr ein 16er KGV aufweist, dann sehen wir, die Nestlé-Aktie ist aktuell schon vergleichsweise unterbewertet. Und da sehen wir direkt, wie vorhin schon erwähnt, im Schnitt wurde Nestlé mit KGV-Werten von über 24 bewertet. Ich habe hier mal für die Kursziehberechnung ein bereinigtes KGV von gerade einmal 18 herangezogen. Und wir sehen auch schon, nur während der Finanzkrise wurde Nestlé so günstig bewertet. Und selbst damit erscheint die Aktie aktuell nach diesem starken Einbruch noch unterbewertet. Und auch was den Chart betrifft, haben wir ja schon gesehen, die Aktie notiert aktuell auf einer breiten Unterstützungszone und aus meiner Sicht wird Nestlé auch zukünftig erfolgreich sein und deshalb rechne ich damit, dass das eine der Top-Performer-Aktien im nächsten Jahr 2025 werden könnte. Wir machen direkt weiter mit einer nächsten defensiven Dividendenaktie und hier hätten wir Pepsi. Wie bei Nestlé muss ich hier nicht viel zum Unternehmen sagen. Die Marken sind jedem von euch bekannt. Hier auch ein paar der Top-Marken bezüglich der letzten Geschäftsentwicklung. Auch Pepsi ist relativ schön diversifiziert, allerdings mit einem stärkeren USA-Fokus. Und wenn wir hier mal auf die Geschäftsentwicklung schauen, dann sehen wir, dass Pepsi zum einen natürlich auch eine sehr ordentliche Dividende ausschüttet, aber vor allem, dass in den letzten Jahren hier nochmal ein sehr starker Umsatzwachstum erfolgt ist, die Margen aktuell auch sehr stabil sind und in den nächsten Jahren sogar weiter steigen sollen. Das ist wichtig, denn wenn wir hier mal auf die historische KGV-Bewertung der letzten 10 Jahre schauen, dann sehen wir, dass sich auch hier die durchschnittliche KGV-Bewertung etwas erhöht hat, von einem Schnitt 20 bis 22 auf ungefähr 23 bis 26 in den letzten Jahren. Und zuletzt ist die Bewertung stark gefallen. Wir haben aktuell bereinigte KGVs von unter 20, sind also langsam hier wieder im unterbewerteten Bereich. Und auch was die Charttechnik betrifft, das ist ein Chart, den kennt ihr. Ich habe Pepsi immer wieder mal vorgestellt zuletzt. Da war die Aktie noch höher und habe gesagt, hier sollte man vor allem ein bisschen geduldig sein, bis die Aktie wieder in dieser breiten Unterstützungszone sich bewegt. Und genau da ist die Pepsi-Aktie aktuell. Der logarithmische Chart, der zeigt nochmal schöner, dass die Pepsi-Aktie sich schon seit über 15 Jahren im langfristigen Aufwärtstrend befindet und aus meiner Sicht auch eine der Top-Performer-Aktien fürs nächste Jahr. Dann kommen wir zur ersten Wachstumsaktien, aus meiner Sicht auch aktuell eine der spannendsten und mitunter aussichtsreichsten Aktien überhaupt, nämlich Adobe. Adobe hat einen extrem breiten Kundenstamm in alle Bereiche rund um Marketing und Kundenbeziehungen, ist unglaublich stark auch im Cloud-Geschäft und im Abo-Modell aufgestellt. Fast alle Einnahmen sind wiederkehrend und extrem gut prognostizierbar. Das größte Risiko für Adobe ist aber, wie sie jetzt mit den KI-Innovationen umgehen und ob sie es schaffen, das auch sinnvoll in ihr Portfolio zu integrieren. Und da habe ich eine sehr spannende Analyse auf Seeking Alpha gefunden, die meiner Meinung nach die Situation aktuell perfekt wiedergibt. Hier zuletzt sind fast alle auch positiv auf Kaufen gestimmt. Also Seeking Alpha ist eine Plattform mit sehr vielen Experten, die hier professionelle Aktienanalysen schreiben. Und diese Verkaufen-Analyse, die ist nur eine technische Analyse. Also er geht hier gar nicht ausführlich auf die Fundamentalkennzahlen ein. Also sowas gibt es hier auch. Die meisten Analysen sind aber fundamental und sehr ausführlich, wie diese hier zum Beispiel. Er rated das Unternehmen auch als Strong Buy. Wenn wir hier nämlich mal ein bisschen runterschauen und die Analyse hier im Schnelldurchlauf durchgehen, dann bin ich hier bei dem Punkt und da stimme ich ihm eigentlich auch zu. Das ist nämlich sein Hauptpunkt und er sagt, warum sollte man nicht das Nummer 1 Unternehmen im Bereich Digital Experience Plattform in der gesamten Industrie besitzen wollen oder diese Aktien haben wollen?
Und damit trifft es ganz gut auf den Punkt. Adobe ist der absolute Marktführer, hat eine unglaublich starke Bilanz und allgemein eine sehr solide Geschäftsentwicklung. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Aber wie gesagt, natürlich auch die einen oder anderen Risiken, wie zum Beispiel hier Canva, also neue aufstrebende Unternehmen, mit der zum Beispiel vor allem Inhalte für Social Media einfach nur ein bisschen einfacher oder simpler erstellen kann. Und Adobe ist unglaublich teuer. Also sie müssen aufpassen, dass die großen Konzerne hier nicht zunehmend von Adobe switchen. Letztendlich haben sie einen unglaublich großen Login-Effekt und ich glaube, Adobe wird auch zukünftig erfolgreich bleiben. Er hat auch hier so eine Szenario-Cashflow Analyse angestellt und sein Standardkursziel ist ungefähr 25%. Im Worst Case sieht er minus 10% mit Blick auf das nächste Jahr und im Best Case sogar 62%. An der Stelle auch der kurze Hinweis, ich habe das Tool ja euch schon zuletzt häufiger vorgestellt, gesagt, wartet noch mit einem Abo, weil in der Black Friday Woche wird es große Rabatte geben und in der sind wir aktuell schon. Ihr bekommt aktuell $90 Rabatt auf Seeking Alpha Premium und damit habt ihr direkten Zugriff auf tausende Analysen, wie ich es euch eben gezeigt habe, zu vielen bekannten Top-Unternehmen wie Adobe. Ihr könnt das Tool 7 Tage einfach kostenlos testen, wie schon eben gezeigt, ihr bekommt direkten Zugang zu allen Analysten, habt Zugriff auf viele andere Premium-Funktionen, wie zum Beispiel eine Backtest-Analyse und viele anderen Finanzkennzahlen, wie ihr es von anderen Tools auch kennt. Ebenso gibt es auch noch Alpha Picks, die habe ich euch auch schon vorgestellt. Das ist ein Portfolio von 2 ehemaligen Fondsmanagern gemanagt, die ja ganz konkret zeigen, welche Aktien sie wann kaufen mit ausführlicher Analyse. Da gibt es sogar $140 Rabatt. Da gibt es keine Testphase, aber da könnt ihr auch mal reinschauen. Dieses Tool habe ich euch zuletzt auch schon im Livestream gezeigt, werdet vielleicht auch im kommenden Livestream auch nochmal zeigen, ein bisschen ausführlicher eingehen. Und in deren Portfolio ist unter anderem auch die Pepsi-Aktie. Die haben sie, glaube ich, sogar auch in diesem Jahr gekauft, also auch ganz interessant an der Stelle. Und mit Abstand am meisten spart man mit dem Bundle Seeking Alpha Premium, was ich euch davor gezeigt habe und was ich euch eben gezeigt hat, Alpha Picks, beide in einem Bundle. Damit spart ihr nochmal deutlich mehr, nämlich insgesamt knapp $300. Werft da gerne mal einen Blick drauf. Ich verlinke es euch ganz oben in der Videobeschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Zurück zu Adobe, warum das Unternehmen so stark ist, das sehen wir auch ganz gut an dieser Grafik hier. Das ist eine sogenannte Kohortenanalyse, da sieht man nämlich ganz gut, wie das Kundenwachstum von den Kunden, die einem jeweiligen Jahr dazugekommen sind oder Kunden von Adobe wurden, sich entwickelt hat. Das heißt, Adobe wächst allein durch die bestehenden Kunden, indem diese Kunden einfach immer mehr Tools und Dienste hinzubuchen und das führt dann zu diesen hervorragenden Kennzahlen. Wir sehen auch ganz gut, hier im Jahr 2013 hat Adobe umgestellt auf das Abo-Modell, wie stark die Gewinne und die Cashflows danach angezogen sind und allgemeine perfekte Bilanz, allein die Tilgungsrate ist hier schon unglaublich. Also ich kenne kaum ein anderes Unternehmen, wo die so stark ist. Und zuletzt ist der Aktienkurs etwas zurückgegangen. Wir sehen aber schon hier, das hat nichts mit irgendwelchen verfehlten Schätzungen zu tun. Die Analysten haben ihr Kurs nämlich stabil gehalten. Das sehen wir hier im Market Screener. Und wenn wir hier auf die Chartanalyse blicken, dann sehen wir, die Adobe-Aktie ist kurz vor dieser wichtigen Unterstützungszone bei ungefähr $450. Ich finde die Aktie aber auch schon aktuell spannend. Es könnte sein, dass ich hier Geduld nochmal austeile, weil die Aktie nochmal ein Stück weiter zurückkommt. Langfristig mit Blick auf das nächste Jahr glaube ich aber, dass Adobe einer der Top-Performer sein wird. Weiter geht's mit LVMH, dem führenden Luxusartikelkonzern, wenn nicht sogar ein Luxusgüter-ETF, wenn man es so möchte. Das Portfolio ist unglaublich breit aufgestellt. Wir sehen ja schon an der Geschäftsentwicklung, wie stark LVMH wirtschaftet. Die Margen sind sehr stabil. In diesem Jahr hat die Umsatzentwicklung leicht stagniert. Die Margen sind minimal zurückgegangen. Dementsprechend gab es seit langer Zeit mal wieder einen ganz kleinen Gewinnrückgang. Wenn wir aber schauen, wie stark die Aktie seitdem eingebrochen ist, dann ist das meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt und vor allem bewegen wir uns aktuell wieder auf einer sehr wichtigen horizontalen Unterstützungszone. Aus meiner Sicht eine klare Kaufchance. Und wenn wir auch hier mal auf die Bewertung schauen, bei dem historischen KGV von 24, was nicht wirklich hoch ist, dann sehen wir, hier ist auch noch langfristig viel Luft nach oben. Wir machen weiter mit starken Marken, unter anderem auch im Luxusgüterbereich, nämlich L'Oréal. Und wir sehen direkt schon hier, 4 der Top-Beauty-Brands weltweit gehören zu L'Oréal, nämlich neben L'Oréal auch hier die Nummer 3, Nummer 4, NYX und Maybelline. Und die Geschäftsentwicklung von L'Oréal ist nochmal deutlich beeindruckender als bei LVMH davor. Wir sehen hier gar keinen Gewinnrückgang in diesem Jahr. Lediglich das Wachstum hat sich minimal abgeschwächt. Trotzdem hat der Markt mit dem stärkeren Wachstum gerechnet und dadurch ist die Aktie unglaublich stark eingebrochen. Wichtig bei L'Oréal, aufgrund dessen, dass sie so starke Marken haben und mit Abstand der führende Player in diesem Bereich sind. Der durchschnittliche KGV-Wert der letzten 10 Jahre liegt ja bei ungefähr 30 und in den letzten Jahren, weil sich L'Oréal so stark entwickelt hat, war das KGV teilweise sogar über 40. Aktuell sind wir hier wieder auf einem vergleichsweise günstigen Bereich. Was den Chart betrifft, sind wir aktuell schon auf einer kleinen Unterstützungszone. Falls die Aktie nochmal etwas weiter fallen sollte, dann sehe ich nochmal eine große Unterstützungszone bei etwas über 300 Euro und spätestens da werde ich auf jeden Fall auch einen Kauf tätigen. Auch hier können wir auf den logarithmischen Chart blicken und da sehen wir ganz gut, die Aktie befindet sich schon seit über 15 Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend und aktuell genau hier auch auf dieser unteren Trendkanalzone.
Und deswegen sowohl fundamental als auch charttechnisch bin ich hier mit Blick auf das nächste Jahr positiv gestimmt. Weiter geht's mit Nike, eine Aktie, die sich auch von meinen Zuschauern häufiger gewünscht wurde. Hier bin ich allerdings auch etwas kritischer. Nike ist der mit Abstand größte Player in diesem Sport-Lifestyle-Bereich und hatten hier zuletzt, vor allem mit der Prognose mit Blick auf das nächste Jahr, einen historischen Umsatzrückgang. Dennoch, man muss sich bewusst machen, Nike ist mit Abstand die wertvollste Marke in diesem Modebereich. Hat insgesamt bis auf ein paar kleine Probleme auch eine sehr starke und solide Geschäftsentwicklung und vor allem eine richtig schöne Bilanz. Auch die Dividende ist aktuell historisch hoch. Aber wenn wir jetzt mal hier auf die Bewertung schauen, dann sehen wir schon den kritischen Punkt. Zum einen, Nike, aufgrund dessen, dass sie so eine starke Marktposition haben, ist auch relativ hoch bewertet, absolut betrachtet. Ich habe hier das KGV sogar noch ein bisschen reduziert. Ein KGV von 28 habe ich hier reingezogen. Wir sehen aber auch schon, in der Vergangenheit war Nike eigentlich immer höher bewertet. Nur während dieser Phase und wenn wir über 10 Jahre zurückgehen, sehen wir, dass Nike so günstig bewertet wurde. Sonst wurde die Aktie eigentlich immer mit einem KGV-Wert von über 28, meistens auch über 30 und 35 bewertet. Aber der kritische Punkt ist vor allem hier die Analystenspanne. Und da sehen wir schon, hier ist mit Blick auf die nächsten Jahre alles möglich. Von der Geschäftsentwicklung bzw. auch Kursziele, denen die Aktie dann auch folgen wird, hier im Bereich von unter dem aktuellen Kurswert, trotz dieses starken Kurseinbruchs. Aber auch wenn wir hier mal uns in den optimistischen Bereich bewegen, auch deutlich über dem aktuellen Kurs. Und da ist wirklich alles möglich, bis fast zu einem Verdoppler, wenn wir mal auf das Jahr 2027 blicken und hier die optimistischsten Schätzungen betrachten. Letztendlich bin ich aber auch noch eher vorsichtig, was die Nike-Aktie betrifft. Dennoch, charttechnisch sieht es sehr interessant aus und sollte die Wirtschaft mindestens stabil bleiben mit Blick auf das nächste Jahr, dann spricht vieles dafür, dass auch die Nike-Aktie einer der Top-Performer 2025 wird. Komme ich nun zur Porsche-Aktie, eine Aktie, die ich noch nie zuvor auf diesem Kanal besprochen habe, die ihr euch aber vor allem in den letzten Livestreams immer wieder mal gewünscht habt. Ebenfalls eine sehr starke Marke und ebenfalls auch mit ganz vorne dabei in der Wandlung hin zur Elektromobilität. Hier wären wir aber auch schon beim größten Risikopunkt, nämlich genau die Elektromobilität, wie wir hier zum Beispiel am Modell Taycan sehen, macht dem Unternehmen viel Probleme. Hier gibt es viele Unsicherheiten, auch mit Blick auf die Regierung, wegfallende Förderungen und allgemein einfach eine herausfordernde Dynamik in diesem Bereich. Und dementsprechend deren Elektro-Topmodell, der Taycan, hat mit über 50% Rückgang während im letzten Quartal den stärksten Einbruch verzeichnet. Das nächste Risiko sehen wir vor allem hier, wenn wir auf die Länder schauen. Denn wie ihr alle wisst, in China schwächelt die Wirtschaft auch und es gibt auch geopolitische Spannungen und vor allem der Absatz in China ist mit am stärksten eingebrochen. Und hier ist natürlich auch schwer vorherzusehen, wie das sich zukünftig entwickeln wird. Auch hier schauen wir direkt mal beim Market Screener auf die ausführliche Bewertung der Porsche-Aktie und wir sehen natürlich auch schon, dieser Rückgang hat Spuren hinterlassen. Allerdings hält sich Porsche aufgrund dessen, dass sie eben eine Luxusautomobilmarke sind, deutlich besser als andere Konzerne wie zum Beispiel VW oder Mercedes oder BMW. Wir sehen, der Umsatz ist nur minimal zurückgegangen in diesem Jahr, die Marge schon etwas stärker, aber dennoch zum Beispiel die operative Marge von Porsche bewegt sich hier ungefähr bei 16%. Davon können VW und andere Autokonzerne nur träumen. Und wenn wir auch hier mal auf die Bewertung schauen, dann sehen wir, dass das KGV auch stark sinken wird. Im nächsten Jahr nur noch 11. VW und andere Autokonzerne haben deutlich niedrigere KGVs, sind allerdings eben auch deutlich schlechter aufgestellt. Andere Luxusautokonzerne, wie zum Beispiel Ferrari, hat deutlich höhere KGVs, ist aber auch noch einen Tick besser aufgestellt als Porsche. Dennoch, wenn wir hier auch mal auf die Free Cashflow-Bewertung schauen, Porsche scheint aktuell sehr attraktiv bewertet zu sein. Und auch die Analystenschätzungen sehen hier zukünftig noch einiges an Luft nach oben. Deren Kurs liegt über 42% über dem aktuellen Kurswert. Und an der Stelle nur der kurze Hinweis, ihr seht, ich analysiere relativ viel mit Market Screener. Fast auch alle meine Finanzscreenshots sind hier von der Plattform Market Screener. Aus meiner Sicht, wenn ihr selbst hochwertige Aktien analysieren wollt und auch hier zu einem guten Ergebnis kommen wollt, dann ist Market Screener für euch unverzichtbar. Und auch hier habe ich über die letzten Wochen auch immer wieder vielen interessierten Zuschauern gesagt, wartet noch ein bisschen ab. Jetzt ist es soweit, ihr kriegt aktuell 40% auf alle Abonnements. Aus meiner Sicht reicht Access schon aus. Premium, da gibt es wirklich spannende Zusatzdienste. Das seht ihr auch alles hier im Vergleich, wenn ihr hier mal ausführlich schaut. Aber für die Anfänger reicht Access auf jeden Fall schon aus. Und da 40% Rabatt, nur 17 Euro pro Monat, aus meiner Sicht das beste Finanzabo oder allgemein der beste Black Friday Deal überhaupt. Und diese Prozente bekommt ihr direkt über meinen Link ganz oben in der Videobeschreibung. Gleichzeitig unterstützt ihr auch damit mich und meine Arbeit auf diesem Kanal. Also auch vielen Dank an der Stelle. Ich habe das Abo schon seit vielen Jahren, auch schon damals privat geholt vor dieser Kooperation und kann es auf jeden Fall vollumfänglich empfehlen. Ich habe auch schon viele Nachrichten von Zuschauern, die sich das Abo geholt haben, gesagt, sie sind absolut zufrieden. Also hier meine volle Empfehlung auch für Market Screener während dem Black Friday. Zurück zu Porsche-Aktien. Wir sehen auch schon im aktuellen Chart, wie stark die Aktie hier gelitten hat zuletzt. Von dem Hoch über 50% Kursverlust. Aber aktuell bewegen wir uns da in einem wirklich interessanten Bereich, in so einer Keilformation, die immer enger wird.
Und normalerweise, statistisch gesehen, ist es eher positiv zu werten. Also in den meisten Fällen löst sich so eine Formation eher positiv auf. Wir sehen auch schon, dieser Abwärtstrend hier, der bildet auch so eine kleine Unterstützungszone, auf der sich der Kurs auch aktuell bewegt. Also auch was Porsche betrifft, wenn sich die Wirtschaft stabil hält, bin ich mit Blick auf das nächste Jahr sehr positiv gestimmt. Und dann kommen wir zu drei Top-Aktien, die ich schon in diesem Video hier vorgestellt habe. In diesem Video bin ich auf jeden Fall schon auf drei Top-Aktien, die ich zuletzt gekauft habe, eingegangen. Logischerweise sind die dann auch hier mit drin in meinen Top-Aktien 2025. Und weil ich die schon ausführlich besprochen habe, nur ganz kurz im Schnelldurchlauf. Zum einen ASML, da bin ich auch in der ausführlichen Analyse schon auf die Top 3 größten Risiken und 5 größten Chancen aus meiner Sicht eingegangen. Hier gab es ja zuletzt auch den Kapitalmarkttag. Da war das Thumbnail auch eigentlich schon fertig. Ich wollte hier ein neues Video veröffentlichen. Neue Prognosen 2025 bis 2030. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, ob ich da vielleicht im Livestream nochmal ausführlich eingehen soll oder ob ich hier wirklich nochmal ein ganz ausführliches Video zu einem Update vom letzten Kapitalmarkttag aufnehmen soll. Schreibt da gerne einen Kommentar und ich werde es auf jeden Fall lesen. Charttechnisch können wir hier vor allem sehr gut den gleitenden Durchschnitt hier verwenden. Und da sehen wir jedes Mal in der Historie, wenn die Aktie etwas unter diesem gleitenden Durchschnitt durchgerutscht ist, dann war das eigentlich eine historische Kaufchance. Wenn wir hier den logarithmischen Chart betrachten, dann sehen wir das auch nochmal sehr viel schöner in der Historie, dass es allgemein hier nur sehr selten vorkam, dass der Chart auf diesem gleitenden Durchschnitt aufgeprallt ist oder eben unten durchgerutscht ist. Und auch das deutet eher auf eine antizyklische Kaufchance hin. Ebenfalls in dem Video erwähnt habe ich Dassault Systems, einer der führenden Anbieter für 3D-Modellierungssoftware. Und auch da ist die Chartformation sehr spannend aktuell, doppelte Unterstützungszone. Und die dritte Aktie, die ich in dem Video erwähnt habe, die ich zuletzt gekauft habe, ist IDEX. Das ist einer der führenden Anbieter für diagnostische Geräte für Tierärzte zur Überprüfung von dem Blutbild von Tieren und vielen anderen Gesundheitstests. Und sie profitieren vor allem von dem Trend, dass es immer mehr Haustiere gibt, dass diese immer länger leben und dass diese immer mehr ärztliche Fürsorge brauchen. Und deshalb habe ich auch hier schon auf der Zone dieses langfristigen Aufwärtstrends meinen ersten Kauf getätigt. Ein möglicher Nachkauf würde dann hier auf dieser weiteren Unterstützungszone erfolgen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sich die Aktie hier schon stabilisieren wird und einer der Top-Aktien für 2025 werden könnte. Wie gesagt, auf all diese drei Aktien bin ich ganz ausführlich in diesem Video eingegangen. An der Stelle auch der Hinweis, wenn dir meine Videos gefallen, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Das ist eine tolle Unterstützung für mich. Und wenn du zukünftig keine weiteren Top-Aktien-Videos mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere die Glocke und dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Weiter geht's mit Bechtle, ebenfalls eine Aktie, die sich häufig von euch gewünscht wurde. Und die aufmerksamen Zuschauer, die wissen, ich habe die Aktie zuletzt schon mal im Livestream besprochen. Und wie wir hier in dieser Kapitelbezeichnung sehen, ich habe damals geschrieben, Bechtle-Aktienanalyse, darum wäre ich vorsichtig. Und habe mich eher kritisch zur Bechtle-Aktie geäußert. Und einer meiner Gründe war vor allem der, dass Bechtle nur begrenztes Wachstumspotenzial hat oder auf jeden Fall nicht skalieren kann. Wenn, dann können sie nur mit dem Umsatz wachsen. Und wir sehen auch schon hier an der Marge, die ist mit 4% sehr gering für einen IT-Konzern. Und vor allem, wenn wir uns mal die langfristigen Visionen von Bechtle anschauen und hier die Vision 2030, der Plan Sie hier eine App-Marge von 5%. Wenn wir das mal vergleichen mit den bisherigen Visionen 2020 und auch 2010, da war genau das gleiche Margenziel. Also Sie rechnen hier zukünftig auch nicht mit einer höheren Marge. Sie sehen also hier eine starke Begrenzung, was das betrifft. Und das ist natürlich immer ein kritischer Punkt, der das langfristige Wachstum auch einschränkt. Dennoch, wenn wir uns mal das Video von damals anschauen, da notierte die Bechtle-Aktie noch bei knapp 38 Euro. Aktuell bewegt sich die Bechtle-Aktie bei ungefähr 32 Euro. Und trotz dieses begrenzten Margenpotenzials wird es da aus meiner Sicht schon wirklich interessant bei der Bechtle-Aktie. Wir haben hier eine langfristige Unterstützungszone und aktuell haben wir eine starke Wirtschaftsschwäche, aber zukünftig wird der Bedarf nach IT-Hardware und Software für die großen Konzerne auch weiter hoch sein und dementsprechend könnte es schon ausreichen, dass der Bechtle allein über den Umsatz wächst. Und wenn hier die Wirtschaft stabil bleibt, dann ist aus meiner Sicht auch Bechtle einer der Top-Aktien für 2025. Weiter geht's mit einer meiner Lieblingsaktien aus Deutschland, bei der ich auch deutlich positiver gestimmt bin langfristig. Und an der Stelle auch 5 kurze Gründe, die aus meiner Sicht für ein Investment in die Firmenaktie sprechen. Zum einen der Brillenträgeranteil in Deutschland und auch international, der wächst immer weiter. Der hat sich in den letzten Jahren schon stark gesteigert und wird auch mit Blick auf 2030 und 2050 nochmal weiter wachsen. Zum anderen ist Firma das einzige Unternehmen, das pro Filiale einen Umsatz von über 1 Million Euro erwirtschaftet. Sogar noch deutlich stärker. Sie erwirtschaften pro Store einen Umsatz von über 2 Millionen Euro, während die Konkurrenz nicht mehr auf die 1 Million Euro kommt pro Store. Und wenn wir auch allgemein mal schauen, wie sich die Branche von diesen schwierigen Corona-Jahren erholt hat, nämlich mit gerade einmal 2,6% von 2019 bis 2022 gewachsen. Fielmann im Vergleich dagegen fast 16%. Und der dritte Punkt ist allgemein die Konsolidierung hin zu solchen Unternehmen wie Fielmann, denn allgemein sinkt die Anzahl der Augenoptiker-Fachgeschäfte, vor allem eben der kleinen Läden, die zu keinem großen Franchise angehören. Und wenn wir mal bei Fielmann schauen hingegen, da ist die Anzahl der Filialen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Der vierte Grund entfällt für mich ganz klar auf das Management. Fielmann ist nach wie vor Gründer geführt. Hier der Sohn des vorherigen Geschäftsführers Marc Fielmann hat schon seit einigen Jahren das Ruder übernommen. Ich habe mich schon viel zu ihm angeschaut
unglaublich kompetent. Der macht das meiner Meinung nach hervorragend. Und der fünfte Grund ist diese starke Marktposition von Fehmarn, vor allem in Mitteleuropa, und das Potenzial, was sie jetzt auch in den USA haben. Da haben sie sogar zuletzt einen weiteren Zukauf getätigt und sind mittlerweile hier mit zwei großen Brands relativ breit in den USA vertreten. Und auch von den Analysten wird diese Expansion sehr positiv aufgenommen. Langfristig sollen Umsatz und Margen von Fehmarn stark ansteigen. Und aufgrund all dieser positiven Punkte wurde Fehmarn im Schnitt mit KGV-Werten von über 31 bewertet, in den letzten Jahren sogar häufig über 35 und 40. Aktuell ist das KGV stark abgesunken. Und hier war ich bei der Kursberechnung mal sehr konservativ und habe hier einen Abschlag von über 50% genommen, also statt 30 ein durchschnittliches KGV von 20. Und wir sehen hier, selbst damit würde sich mit Blick auf die nächsten Jahre noch positive Kursziele ergeben. Auch charttechnisch gesehen ist die aktuelle Zone sehr spannend aus meiner Sicht, also auch Fehmarn einer der Top-Aktien für 2025. Nun kommen wir zu weiteren drei spannenden deutschen Aktien im Schnelldurchlauf, nämlich einmal Carl Zeiss Meditec, Eckert & Ziegler und TeamViewer. Hier nur der kurze Blick auf den Chart. Die ausführliche Analyse erfolgt auf meiner Website. Ihr seht das schon, ich habe hier zuletzt immer ganz viele Analysen und Artikel zu den aktuellen Quartalszahlen verfasst. Vor einiger Zeit habe ich aber auch hier mal eine ganz ausführliche Analyse zu Carl Zeiss Meditec geschrieben und was das Unternehmen so spannend macht. Sie sind nämlich einer der führenden Player im Bereich chirurgische Systeme für die Augenoptikerbranche. Das heißt, sie profitieren ebenfalls von dem langfristigen Trend der Sehschwäche der Menschen. Und da gibt es auch eine Prognose, wie wir hier sehen. Da, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch bis 2025 wird die Anzahl der Menschen, die unter Kurzsichtigkeit oder auch später unter einem grauen Star leiden, sich stark erhöhen. Und genau in diesem Bereich ist Carl Zeiss tätig und hat hier ein extrem breites Produktportfolio und ist auch fast in jeder dieser Unterkategorien der absolute Marktführer. Der Umsatz ist auch hier vor allem aufgrund der China-Schwäche zuletzt etwas eingebrochen. Langfristig werden hier aber auch wieder steigende Umsätze und Margen erwartet. Dann machen wir direkt weiter mit TeamViewer. Da habe ich ein kurzes Update gegeben in einer meiner letzten Quartalsberichte. Die Aktie ist nach den Zahlen stark eingebrochen, notiert seit meinem Kauf. Ich habe die Aktie nämlich hier vorgestellt, immer noch über 10% im Plus. Und letztendlich waren die Quartalszahlen gar nicht so schlecht. Einer der Analysten hat es auch sehr positiv zusammengefasst. Also sein Kursziel auf 20 Euro belasten. Der aktuelle Kurs liegt bei gerade einmal 11 Euro ungefähr. Und auch betont, dass das Wachstum bei den Umsätzen zwar minimal hinter den Erwartungen zurückliegt, das aber dafür vor einer sehr starken Profitabilität und hohen Free Cashflows überkompensiert wird. Und er ist auch hier der gleichen Meinung wie ich. Die Aktie ist nach wie vor äußerst attraktiv bewertet. Und dementsprechend sieht er auch hier ein ganz klares Kaufargument für die Aktie. Die letzte Aktie wäre Eckert & Ziegler, die habe ich ja ganz ausführlich in meinem letzten Depot- und Watchlist-Update veröffentlicht. Hier gibt es für alle Kanalmitglieder auch eine ganz ausführliche Watchlist mit allen Aktien, die ich aktuell spannend finde, mit ganz klarer Bewertung, Kommentar und Analyse. Die kann ich hier natürlich nicht öffentlich zeigen, aber ich kann hier den kurzen Ausschnitt der Analyse zeigen zu einer Aktie, die ich neu auf diese Watchlist hinzugefügt habe, nämlich Eckert & Ziegler, die sehr stark im Bereich Strahlentherapie und Radiopharmazie sind. Also hier gibt es wirklich Pharmaprodukte, Medikamente, die eine radiologische Basis haben und ist langfristig auch eine sehr starke Wachstumsmarkt. Und insgesamt, wenn wir auf die Geschäftsentwicklung schauen, dann sieht die wirklich sehr gut aus bei Eckert & Ziegler. Die Umsätze sollen langfristig stark wachsen, die Margen bewegen sich auf sehr hohem Niveau, die operative Marge teilweise bei über 20%. Und wenn wir das mal im Hinterkopf behalten und hier auf den Aktienkursentwicklung schauen, dann sehen wir, die ist unglaublich stark eingebrochen. Klar, hier gab es auch eine Übertreibungsphase, das heißt, die muss man indirekt mal wegdenken und dann sehen wir eigentlich eher hier einen langfristigen Trend. Ich bin hier in der Analyse aber auch ganz natürlich auf die aktuellen Risiken eingegangen, die mitverantwortlich waren für diesen Kursrückgang und wie ich die langfristig bewerten würde. Und da kommen wir gleich nochmal übersichtlich zu den Charts dieser Aktien, aber auch hier der letzte Black Friday Hinweis. Auch bei mir gibt es aktuell schon eine Black Friday Aktion. Als Kanalmitglied erhältst du Zugriff auf all meine Live-Käufe und Verkäufe, bekommst dir wöchentlich neue Premium-Analysen, Marktupdates und neben der Watchlist im Live-Depot, was ich eben schon vorgestellt habe, kannst du dich auch hier im Aktienfinder-Forum mit vielen anderen Kanalmitgliedern austauschen, diskutieren. Und hier gibt es aktuell die größte Rabattaktion, die es je gab auf meiner Website, nämlich mit dem Gutscheincode BLACKFRIDAY24 könnt ihr das Ganze ganz einfach im ersten Monat für 3,99 Euro testen. Das ist jederzeit kündbar. Ihr könnt das Abo direkt hier in eurem Account in der Einstellung unverbindlich kündigen und könnt alle Premium-Inhalte für weniger als 1 Euro pro Woche testen. Also probiert es gerne mal aus. Der Link mit dem Rabattcode direkt integriert ist ebenfalls ganz oben in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Dann blicken wir nochmal kurz auf die aktuellen Charts der vorgestellten Aktien. Carl Zeiss Meditec hier ebenfalls auf einer langfristigen Unterstützungszone. Aus meiner Sicht spricht hier vieles dafür, dass sich die Aktien mit Blick auf das nächste Jahr erholen könnte. Eckert & Ziegler haben wir ja schon eben auf der Website gesehen, auch hier der langfristige Aufwärtstrend. Vor allem spannend aber hier der logarithmische Chart. Und da sehen wir, dass es immer wieder mal so Zyklen gab bei Eckert & Ziegler, geprägt von steigenden Kursen und dann einer kurzen Konsolidierung. Und aktuell sind wir genau in so einer
Konsolidierung, in so einer Stagnation, was die Kurse betrifft. In der Vergangenheit war das immer gefolgt von längerfristigen steigenden Kursen. Und aus meiner Sicht spricht auch hier vieles dafür, dass es bei Eckert & Ziegler zukünftig der Fall sein wird. Bei TeamViewer haben wir hier einmal den langfristigen Chart. Das war ein klarer Corona-Profiteur, seitdem ist die Aktie stark eingebrochen. Deshalb zoomen wir direkt mal ran hier in diesen mittelfristigen Bereich und da sehen wir auch so eine Keilformation, aus der ist die Aktie schon ausgebrochen, setzt aktuell hier wieder auf. Aus meiner Sicht spricht auch hier vieles dafür, dass TeamViewer mit Blick auf die nächsten Monate und vor allem mit Blick auf 2025 eine der Top-Aktien werden könnte. Dann kommen wir zu einer weiteren Aktie, die sich vor allem von euch häufig gewünscht wurde. CVS Health habe ich im letzten Livestream schon ausführlicher besprochen, deswegen hier im Schnelldurchlauf. Und hier sehen wir direkt schon im Vergleich zu United Health. CVS Health macht vergleichsweise geringen Anteil mit dem lukrativen Versicherungsgeschäft und hat einen sehr großen Anteil, vor allem an Stores, so eine Mischung aus Apotheke und DM, wie wir es hier kennen. So sehen hier die großen Pharmageschäfte oder Drugstores in den USA aus. Und was CVS Health betrifft, habe ich auch bei Seeking Alpha hier eine sehr interessante Aktienanalyse gelesen. Der Titel auch Is it time for a turnaround? Also ist Zeit jetzt für wieder ansteigende Kurse bei CVS Health. Und er hat die Situation ganz gut zusammengefasst, auch ist hier auch hier auf den aktuellen Earnings Call eingegangen. Und unter anderem möchte CVS Health mit Blick auf das nächste Jahr über 270 Stores von seinen 900 Stores schließen. Und das bedeutet natürlich viele Kosteinsparungen, die sich teilweise dann natürlich erst mit Blick auf 2026 sich positiv auf das Geschäft auswirken. Aber auf jeden Fall eine der großen Initiativen von CVS Health. Ist hier auch nochmal auf viele weitere Punkte eingegangen, aber worauf ich hinaus möchte, ist vor allem auch eines der Top-Kommentare hier. Und das passt meiner Meinung nach auch sehr gut zur aktuellen Situation. Er hat hier nämlich geschrieben, und das ist ja der Fall bei CVS Health, es gibt hier einen neuen CEO und immer wenn es einen neuen CEO gibt, dann sind die aktuellen Quartals dann erstmal schlecht, weil der neue CEO eben viele der Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit erstmal ausmerzen muss. Und er sagt auch mit Blick auf das nächste Jahr, erwartet hier vor allem positive Outcomes von dem aktuellen CEO. Und dem stimme ich eigentlich genauso zu. Und hier sehen wir nochmal, warum ich Seeking Alpha regelmäßig nutze und dass hier die Analysen unglaublich hochwertig sind und auch der Kommentarbereich nochmal hier viel spannenden Input liefert. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung von CVS Health sehen wir die vergleichsweise solide. Die Margen sind natürlich eher gering, also ähnlich wie bei Bechtle hier nur zwischen 3 und 5%. Dennoch das Umsatzwachstum sehr stark und vor allem bei CVS Health mit einer guten Umstrukturierung haben sie auch hier, was die Margen betrifft, noch zukünftig viel Luft nach oben. Auch die Dividende ist aktuell historisch hoch. Wenn wir auf den Chart blicken, dann sehen wir auch, die Aktie bewegt sich auf einer langfristigen Unterstützungszone hier. Die hat schon seit ungefähr 6 Jahren Bestand. Das heißt, auch bei CVS Health bin ich trotz der Risiken langfristig positiv gestimmt. Wir bleiben der Gesundheitsbranche, kommen aber direkt zu einer der führenden Pharma-Player, nämlich Roche. Im Jahr 2021 waren sie noch das führende Pharmaunternehmen. Das hat sich mittlerweile etwas gedreht aufgrund der Dynamik und auch der starken Entwicklung anderer Unternehmen. Aber auch wenn wir hier mal auf die Geschäftsentwicklung schauen, sehen wir langfristig steigende Umsätze, steigende Margen. Und auch bei der Dividende gibt es noch viel Luft nach oben oder auf jeden Fall viel Puffer, was die Ausschüttung betrifft. Auch die Bilanz ist sehr solide. Wir sehen aber auch schon beim Gewinn. Zuletzt gab es hier eher rückläufige Gewinne. Und das liegt natürlich bei solchen Pharmaunternehmen immer an der Pipeline. Es gibt immer wieder mal Blockbuster-Medikamente, die ihren Patentschutz verlieren. Und dann muss man eben neue Produkte nachliefern. Die langfristige Prognose von Roche sieht genau das hervor. Und unter anderem die Diagnostiksparte, die Roche ebenfalls sehr spannend macht aus meiner Sicht, die sorgt hier langfristig auch noch für ein starkes Wachstum. Und auch was der Chart betrifft, sehen wir hier eine schöne doppelte Unterstützungszone. Aktuell kommt hier der Kurs leicht zurück. Wenn man sich noch ein bisschen geduldet, dann könnten wir hier einen sehr spannenden Einstiegszeitpunkt finden. Ebenfalls eine interessante Pharmaaktie, etwas riskanter, Pfizer. Und da sehen wir auch schon eine Geschäftsentwicklung, warum Pfizer etwas riskanter ist. Sie haben es hier nicht geschafft, für langfristig steigende Umsätze und Margen zu sorgen. Dennoch, man darf nicht vergessen, die aktuelle Nettomarge von Pfizer liegt immer noch über 25%. Sie haben dennoch ein sehr breites Produktportfolio und auch einige spannende Medikamente in der Pipeline. Und wenn wir hier mal auf die Bewertung blicken, dann können wir ein KGV von 12 heranziehen, was historisch günstig auch ist für Pfizer. Also trotz dieser schwierigen Entwicklung in der Vergangenheit, das sehen wir auch schon hier in den letzten 15 Jahren, wurde Pfizer immer deutlich höher bewertet, außer in dieser schwierigen Phase während der Finanzkrise. Und selbst damit würde sich noch ein Kurspotenzial von über 20% mit Blick auf die nächsten Jahre geben. Und hier bei Pfizer sehen wir eine besonders interessante Aktienkursentwicklung. Ich glaube, die meisten von euch wissen, wie dieser starke Anstieg hier zustande gekommen war. Pfizer ist nämlich der Erfinder des bekannten blauen Potenzmittels für den Mann. Das hat natürlich über viele Jahre hinweg für große Einnahmen gesorgt. Dementsprechend ist die Pfizer-Aktie auch stark gestiegen. Und dann sehen wir eben diese typische Entwicklung bei den Pharmakonzernen. Es gibt immer wieder mal auslaufende Patente in der langfristigen Problemphase. Dann kommt wieder eine gute Entwicklung. Und aktuell haben wir diese Schwächephase bei Pfizer. Aber wie eben schon fundamental gezeigt, vieles spricht dafür, dass sie hier die Transformationsphase hinbekommen haben und dass hier mit Blick auf die nächsten Jahre ein Turnaround eintreten könnte. Weg von Pharma hin zu einer spannenden Tech-Aktie und gleichzeitig die einzige Tech-Aktie,
und gleichzeitig die einzige Big Tech-Aktie in diesem Video, aus meiner Sicht nämlich die spannendste Big Tech-Aktie und vor allem die, die aktuell am günstigsten bewertet ist, nämlich Alphabet. Da gab es in dieser Woche viel Schlagzeilen. Die US-Regierung fordert eine Abspaltung von dem Google-Browser Chrome, der natürlich zu Alphabet gehört. Und auch hier schauen wir uns nochmal eine Analyse von Seeking Alpha an. Und der sagt auch schon, die US-Regierung oder diese Kartellbehörde, die gibt ihm hier oder die gibt für die Google-Aktie hier ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk aufgrund dieses Kursrückgangs nach der Meldung. Und er fasst es hier ganz gut zusammen. Also Google Chrome hat ein Monopol, es ist einer der führenden Browser, hat sich hier allerdings seinen Marktanteil aber auch erarbeitet. Also sie kam nicht von null, sie kam auf den Markt, als es schon andere Browser gab. Dennoch sehen wir hier die langfristigen Umsätze pro Quartal von Alphabet und da sehen wir eine unglaublich starke Entwicklung von Quartal zu Quartal, eine echt krasse Steigerung. Aber hier wollte ich nochmal auf eine andere Analyse eingehen. Wir sehen auch hier, es gibt einen, der negativ gestimmt ist, also solche Meinungen gibt es natürlich auch. Und da wollte ich vor allem nochmal auf diese Analyse hier eingehen. Der hat sogar sein Rating auf Strong Buy erhöht. Er hat ebenfalls hier betont, der Markt würde überreagieren, hat hier auch nochmal konkret erklärt, was passiert ist. Und da sind wir beim spannenden Punkt, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Beschluss der Regierung durchgehen wird? Es gab nämlich bisher schon immer wieder solche Versuchungen von der Regierung oder von der Kartellbehörde und dass sie es aber bisher noch nie geschafft haben, einen wirklichen Spin-off zu erzielen. Immer wieder mal vielleicht ein paar Strafen, aber es kam eben noch nie zu einer Abspaltung. Das heißt, vieles spricht dafür auch, dass die Anwälte von Alphabet da gewinnen werden gegen die Regierung, aber selbst wenn nicht, selbst wenn es passieren würde, hätte überhaupt keine Auswirkungen. Chrome ist für einen vergleichsweise geringen Anteil der Einnahmen verantwortlich. Und selbst wenn es abgespalten wird, dann fasst doch hier zusammen, das würde ja nicht einfach verschwinden, sondern wir als Anteilseigner oder wir als Mitinvestoren und auch an der Stelle, ich bin investiert in Alphabet, wir würden ja dann ebenfalls Anteile von diesem neuen Chrome-Unternehmen behalten oder bekommen. Das heißt, letztendlich für uns Anteilseigner ist es eigentlich gar kein Risiko, weil es zum einen gar nicht passieren wird höchstwahrscheinlich und wenn, dann hätte es keine großen Auswirkungen. Und wenn wir allgemein mal auf Alphabet schauen, die letzten Quartalszahlen waren wieder unglaublich stark. Sie haben die Erwartungen in fast allen Bereichen pulverisiert. Und was hier die Bewertung von Alphabet betrifft, dann ist hier die historische Durchschnittsbewertung ungefähr 25. Also ein KGV von 25, also vergleichsweise niedrig. Also wenn man das mal vergleicht mit Nestlé, die waren in der Vergangenheit auch mit 25 bewertet, oder Nike, die sogar jetzt noch KGV-Werte von über 28 haben mit Blick auf die nächsten Jahre, dann sehen wir, ist das schon niedrig. Aber ich habe hier nochmal eine deutliche Korrektur vorgenommen, hier einmal korrigiert auf 22, auch damit hätten wir doch ein Kurspotenzial von ungefähr 16%. Und selbst wenn wir das KGV auf nur 20 herabsinken, das habe ich in dieser Grafik hier gemacht, dann sehen wir selbst dann mit einem 20er KGV, was auch in der Vergangenheit immer zu niedrig gewesen wäre für das Unternehmen Alphabet, hätten wir noch mit Blick auf die nächsten Jahre deutlich Luft nach oben und selbst dann wäre die Alphabet-Aktie aktuell vergleichsweise günstig bewertet. Was die Chartsituation betrifft, hat Alphabet diese große Widerstandszone hier auch schon überwunden. Seit dieser Meldung ist der Aktienkurs, wie schon gesagt, stark zurückgekommen und spätestens, wenn wir hier nochmal einen Aufpraller auf diese 150 US-Dollar Unterstützungszone sehen, spätestens dann ist Alphabet ein klarer Kauf. Ich habe die Aktie schon seit 2018 im Depot, damals 2018 gekauft. Und sie ist nach wie vor meine größte Position, also ich werde hier keine weiteren Nachkäufe tätigen, kann mir aber gut vorstellen, dass mit Blick auf 2025 Alphabet einer der Top-Performer sein könnte. Weiter geht's mit ADN, eine Aktie, die ich zuletzt auch schon häufiger besprochen habe, deswegen im Schnelldurchlauf. Eine Zahlungsplattform, die im Hintergrund alle möglichen Zahlungen abwickelt und die vor allem auch unglaublich stark wächst, wie wir hier am Market Screener sehen. Also so eine starke Geschäftsentwicklung sieht man sehr selten. Ich blende hier mal die operative Marge aus. Sie haben hier eine Nettomarge von über 45% teilweise. Extrem starkes Umsatzwachstum, also wenn wir auch alle Margen ausblenden, sehen wir, dafür, dass sie schon so ein großes Unternehmen sind, sie wachsen teilweise noch mit über 20% Umsatz pro Jahr. Aber mit Blick auf diese starken Wachstumsrate in KGV für nächstes Jahr von 36 ist aus meiner Sicht sehr günstig. Auch wenn wir immer die Bilanz anschauen, hier gibt es keine Schulden, hier gibt es einen unglaublich großen Cashbestand. Und deshalb bin ich hier ganz klar bei der Einschätzung des Analysten, der ADN hier einen Kursziel von 2100 Euro nach wie vor hat und bei dem die ADN-Aktie auf der Conviction Buy List steht, also ein Strong Also eine Strong-Buy-Aktie, die auf seiner absoluten Favoritenliste steht. Und er sagt auch, die Wachstumsstory bleibt intakt und die Margen geben noch Spielraum nach oben. Und hier seht auch mal, dass es sich lohnen kann, meinen Kanal zu abonnieren, keine Videos zu verpassen. Ich habe nämlich im September 2023 die ADN-Aktie ausführlich besprochen. Hier sind sie nämlich stark eingebrochen, habe hier einen Kauf getätigt und als die Aktie nochmal etwas weitergefallen ist, nochmal einen weiteren Kauf. War zwischenzeitlich auch über 100% im Plus. Bin immer noch stark im Plus, die Aktie ist zuletzt stark zurückgekommen. Und spätestens hier bei dieser Unterstützungszone würde sich nochmal eine große Kaufchance ergeben. Aber selbst jetzt schon ist die ADN-Aktie meiner Meinung nach immer noch günstig und könnte eine der Top-Aktien für 2025 sein.
Weiter geht es mit dem langfristigen Wachstumstrend und dem Unternehmen Daikin, der führende Anbieter von Wärmepumpen und Klimaanlagen. Vor allem der Bedarf nach Klimageräte wird mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte nochmal deutlich steigen. Und Daikin als führender Player wird voraussichtlich davon profitieren. Sie haben in den letzten Jahren schon sehr starkes Umsatzwachstum hingelegt. Die Margen sind aktuell leicht zurückgegangen. Darauf bin ich in einem meiner Artikel auf der Website auch schon ausführlich eingegangen. Daikin hat zuletzt sehr viel investiert und diese Investitionen werden sich vor allem langfristig auszahlen aus meiner Sicht. Die Geschäftsentwicklung allgemein sieht hier sehr gut aus. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind positiv. Und auch was die Chartanalyse betrifft, sehen wir, die Aktie bewegt sich hier ganz genau in einer spannenden Unterstützungszone. Und damit wären wir bei Energiekontor aus Deutschland, die vor allem auf Windkraft und Solarparks setzen, also die komplett mit der Energiewende mitgehen. Sie sind auch kein kleines Unternehmen. Sie haben mittlerweile schon über 160 Wind- und Solarparks realisiert, entwickelt. Und da finde ich das Geschäftsmodell ganz spannend. Sie entwickeln nämlich nicht nur die Projekte für andere, sondern sie behalten auch ein paar dieser Projekte im Eigenbestand und erwirtschaften dann eben Einnahmen mit ihren Solar- und Windparks. Und das ist ein sehr spannendes, hybrides Geschäftsmodell, wie ich finde. Und sie sind natürlich vor allem in Deutschland stark aufgestellt, aber auch in Mitteleuropa und teilweise haben sie auch ein paar Standorte in den USA. Und wenn wir hier mal auf die Geschäftsentwicklung schauen, dann sehen wir, hier wird auch mit Blick auf dem nächsten Jahr mit einem deutlichen Umsatzanstieg gerechnet. Das hängt natürlich immer davon ab, ob diese großen Projekte dann auch realisiert werden. Also wenn da ein großes Projekt nicht zustande kommt, dann führt es da schon zu erheblichen Verlusten. Das ist auch in diesem Jahr passiert, sehen wir schon in diesem starken Margenrückgang. Die aktuellen KGV-Niveaus mit Blick auf das nächste Jahr sind nur noch bei 8. Also die Bewertung ist extrem gesund. Und wenn wir hier mal auf die Analystenschätzungen schauen, dann sehen wir eine unglaublich starke Diskrepanz. Allerdings an der Stelle, es sind auch nur zwei Analysten. Das heißt, es gibt hier keine großen Konsens, aus dem man hier im Schnitt ziehen kann, aber dennoch diese zwei Analysten, die haben ihre Kursziele hier zuletzt sogar erhöht oder stabil gehalten, währenddessen der Aktienkurs immer weiter eingebrochen ist. Also sie sehen hier in Summe sogar über 200% Luft nach oben. Und wenn wir hier mal auf den aktuellen Chart blicken, da muss man auch gar keine Unterstützungszone einzeichnen. Der Aktienkurs ist hier im freien Fall. Aber auch hier lohnt sich vor allem wieder der Blick auf den langfristigen logarithmischen Chart. Und auch hier sehen wir immer diese zyklische Entwicklung. Und Energiekontor ist natürlich ganz klar ein zyklisches Unternehmen. Aber hier sehen wir eben sehr deutlich, dass sich der Chart ganz genau auf dieser langfristigen unteren Trendkanalzone bewegt. Und dass auch hier ein Turnaround eintreten könnte. Kommen wir nun zu den letzten drei Aktien. Da habe ich noch mal ein paar spannende defensive Werte mitgebracht. Eine Aktie, die jeder von euch kennt, aber die meiner Meinung nach häufig unter dem Radar schwebt, nämlich Kraft und Heinz. Damals entstanden durch den Zusammenschluss von Heinz und Kraft, unter anderem eingefädelt durch Buffett. Sie hatten auch erstmal große Probleme, mussten Schulden abbauen, mussten hier Abschreibungen tätigen. Seitdem hat sich aber die Marge auf einem sehr ordentlichen Niveau stabilisiert. Die Umsätze sollen im nächsten Jahr auch weiter ansteigen. Vor allem haben sie auch viele Umstrukturierungen beim Portfolio getätigt, sich teilweise auch komplett neu aufgestellt. Auch hier habe ich ein vergleichsweise niedriges KGV von 12 herangezogen für die Berechnung. Und damit würden sich auch schon Renditen von über 15% pro Jahr mit Blick auf die nächsten Geschäftsjahre ergeben. Der Aktienkurs ist aktuell auch sehr spannend. Die Bodenbildung wurde damals hier schon abgeschlossen und seitdem notiert der Aktienkurs auf dieser wichtigen langfristigen Unterstützungszone hier. Und auch hier spricht vieles dafür, dass die Aktie aus meiner Sicht den Turnaround schaffen könnte und eine der Top-Performer mit Blick auf das Jahr 2025 werden könnte. Weiter geht's mit Diageo, die aus meiner Sicht gerade sehr interessant sind. Einer der größten Spirituosenhersteller der Welt, ein Markt, der auch langfristig weiter wachsen wird, aber der aktuell so ein paar Probleme hat. In manchen Regionen tun sie sich schwer und insgesamt mit dem aktuellen gestiegenen Zinsniveau und den erhöhten Kosten hat Diageo aktuell Probleme. Ansonsten sehen wir aber die Geschäftsentwicklung unglaublich solide. Sie haben hier Nettomargen von um die 20%. Auch bei der Dividende gibt es hier noch viel Luft nach oben, was die Ausschüttung betrifft. Und wenn wir hier mal auf den Chart schauen, dann sehen wir, der prallt hier aktuell genau auf einer langfristigen Unterstützungszone auf. Und aus meiner Sicht gibt sich auch hier aktuell eine interessante Kaufchance. Kommen wir nun zum letzten Unternehmen, das vielleicht auch den einen oder anderen von euch überraschen könnte. Wir sehen schon hier am Chart, das sieht sehr spannend aus aktuell bei General Mills. Sie sind ebenfalls vor allem in den USA tätig, einer der führenden Anbieter von Nahrungsmitteln, von Fertignahrungsmitteln wie solchen Müsli-Riegeln. Aber sie profitieren zum Beispiel auch von langfristigen Trends, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe, bei dem Haustiermarkt und stellen unter anderem auch Hundefutter her. Ähnlich wie Kraft Heinz führen sie auch regelmäßig Umstrukturierungen beim Portfolio durch, stellen sich auch mal neu auf und sind auch hier sehr erfolgreich unterwegs. Denn wenn wir uns hier mal die langfristige Performance anschauen, dann sehen wir auch hier für so einen Nahrungsmittelkonzern Margen von um die 12-13% sehr, sehr gut. Lediglich die Bilanz ist nicht optimal, aber dafür sehen wir auch schon die Gewinnentwicklung, die sieht sehr gut aus. Auch hier ist die Dividende überhaupt nicht in Gefahr, wird regelmäßig erhöht. Den Chart habe ich ja eben schon gezeigt. Zum einen hätten wir hier diese Unterstützungszone und zum anderen auch hier den gleitenden Durchschnitt. Ähnlich wie bei ASML sehen wir immer, wenn die Aktie hier auf diesem gleitenden Durchschnitt aufgeprallt ist, dann war das eigentlich eine klare Kaufchance. Und auch hier können wir mal den langfristigen logarithmischen Chart anschauen. Da sehen wir das noch deutlicher. Und in der Vergangenheit waren das eigentlich immer klare Kaufkurse. Und aus meiner Sicht spricht auch hier vieles dafür, dass das bei General Mills der Fall sein könnte.
Das waren meine Top 25 Aktien für 2025. Vergesst an der Stelle nicht den Livestream morgen 19 Uhr. Da könnt ihr live im Chat Aktienwünsche vorschlagen. Da werde ich auch einzelne Aktien, die ich hier vorgestellt habe, nochmal ausführlicher besprechen, auf andere Aktien eingehen. Und ansonsten würde mich natürlich interessieren, was waren eure Aktienfavoriten aus diesem Video? Lasst vielleicht gerne mal eine große Auflistung im Kommentar aufstellen. Was sind deine Top 5 Aktien nach Ranking für das Jahr 2025? Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr zukünftig keine spannenden Aktienvideos mehr verpassen möchtet, dann abonniert an der Stelle gerne meinen Kanal. Aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und wenn ihr selbstständig einzeln analysieren wollt, dann würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall das Black Friday-Angebot von MarketScreener nutzen. 40% Rabatt. Wer Zugriff auf ein breites Verzeichnis von vielen anderen professionellen Aktienanalysen erhalten möchte, der schaut hier mal bei Seeking Alpha vorbei. Ich habe es euch vorhin auch schon ausführlich gezeigt. Auch hier gibt es aktuell eine Black Friday-Aktion. Das Ganze gibt es auch im Bundle mit Alpha Picks zusammen. Schaut euch das in Ruhe mal an. Dann wünsche ich euch aber noch ein schönes Wochenende und würde mich sehr freuen, wenn wir uns Sonntagabend 19 Uhr live im Stream sehen.